Emmett! Komm da raus! Hör nicht auf ihn! Perfekt. Willkommen im Atlas Glashaus, der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmett, verschwinden wir von hier. Emmett! Emmett! Hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt! Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glas. Unzerstörbar und schalldicht. Schalldichtes Glas. Großartig. Der Wohnraum ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Emmett? Wo haben Sie ihn jetzt hingebracht, Doc? Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas... Entschuldigen Sie, Mister. Ich suche einen großen, dünnen, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünnen, jüngeren Gentleman. Ich weiß, wen Sie meinen. Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, holen Sie sie vielleicht noch ein. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie, aber ich verstehe nicht, was Sie... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Hilfe! Ich werde angegriffen! Harry! Was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen.
Du verstehst nicht, er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutoux vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Das Bitte, sei doch ruhig. Die Expo hatte sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutoux herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Professor Dutoux, Zu Ihren Diensten. Was haben Sie mit dem echten Professor Dutoux getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmett gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und Sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dutoux. Celery! Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inhaltsluft tut meine Nebenhöhle nicht gut. Wo haben Sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha, also ist Emmett in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey! Will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen. Damit werden Sie aber nicht davonkommen. Wie man in meinem Land sagte. Que sera, sera. Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung, es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Hey, Artie. Das da in dem Tiefseetauchanzug ist Carl Sagan. Und er hält Emmett in der Tauchkugel gefangen. Das sind ja schwere Anschuldigungen. Ich muss mich darum kümmern. Gleich nach der Show. Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher. Das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Dutoux, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte, auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel. Mon Dieu! Was ist denn da los? Die Zahnräder, sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen. Ganz ruhig bleiben! Die Tauchkugel. Zurück! Du knickst den Schlauch ab! Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Hallo! Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley der Welt als Geschenk darbietet? Nicht wahr?
Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir, Techne, am Informationsstand. Es ist ein alter, sämännischer Aberglaube. Mir ist ein Schlauch abgeknickt. Droht. Hey! Ich werde einfach diesen Luftschlauch dicht halten, bis Sie die Tauchkugel heben. Tun Sie das lieber nicht. Warum nicht? In der Tauchkugel ist doch niemand, oder? Emmett bekommt keine Luft, bis Sie die Tauchkugel anheben. Oh, Emmett? Emmett, Sie! Lassen Sie den Quatsch jetzt. Jacques Dutot, alias Carl Sagan, alias... Nein! Sie wissen, was geschieht, wenn die Luft ausgeht. Mit Ihnen beiden. Nimm den... Siehst du nicht, dass er uns zum Narren hält? Die Zahnräder sind okay. Monsieur Dutot gibt sein Bestes, um das Ausstellungsstück zu reparieren. Es hilft gar nichts, wenn du ihn so bedrängst. Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Mach endlich den Knick aus dem Schlauch! Lustig. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Ihnen beiden. Irgendwie. Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Das werde ich nicht tun. Dann tue ich auch nicht. Wie sieht das aus? Die Zahnräder, sie laufen wieder. Da, sehen Sie? Es war also nur ein technisches Problem. Hol mir dich da raus. Emmett Brown, dann ist es wahr. Hey, du da. Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh. Erinnere mich, kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen dürfen. Ja, wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Stand, bevor... Das Komische ist, ich erinnere mich gar nicht, da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Hab ich gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte so einen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell, schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert wird. So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Euer Ehren, ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich.
Emmett, bist du da oben? Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen. Emmett ist weg. Sie haben ihn gerade verpasst. Junger Mann, ich habe 15 Jahre lang im Strafgericht von Hill Valley gearbeitet. Ich kann einen Heuchler 10 Meilen gegen den Wind riechen. Übergibst du ihn mir jetzt? Oder muss ich Gewalt anwenden? Verärger ihn nicht. Also wenn du nichts sagst? Also ist er da bei dir. Danke auch. So, ich befehle dir sofort, da runterzukommen. Ich zähle bis 5. 1, 2, 3. Ich will mit meinem Sohn sprechen. Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott. Und du bist sein Sprachrohr. Davon gehe ich aus, ja? Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. 4! Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben sie zu Custer auch gesagt. Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Vielleicht gibt er dir eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Also, ist Ihr Mandant zu einer Stellungnahme bereit? Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Du wagst es, einen Befehl zu missachten. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie ein eigenes Leben führen. Und du deine ganze Kraft brauchst, um jeden deiner lächerlichen Wünsche zu erfüllen. Du schiebst es auf deine Jugend in Amerika. Wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Arbeit. Ist das nicht der Grund, weshalb du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt? Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Hören Sie, Euer Ehren, Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmetts Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich Sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Sicher. Sicher wird es das. Du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmett ist nur... dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen.
Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von... Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und... Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät. Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Emmett? Spielst du wieder den Friedensstifter, Pollyanna? Er sagt, eine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja. Ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Papa! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Oh gut, meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator... Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie es. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, nein, bevor... Komm nicht näher! Doch! Geh weg! Aber... Weg! Marty! Oh mein Gott! Doc! Sagen Sie was! Chromium, Lithium, Gallium,
Ridium, Titanium, Ruthenium. Ich hole Hilfe. Zeitung. Sie meinen... Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein, Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Doc, kommen Sie zurück. Doc? Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger! Das ist es! Dann bist du nicht entmutigt? Entmutigt? Wodurch? Du meinst, was da drin geschah? Das war eine lehrreiche Erfahrung. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Es war Carl Sagan. Was? Der Bursche, der versucht hat, mich anzuheuern? Wart ihr befreundet? Merkwürdig. Aber wie... Mach dir deshalb keine Sorgen. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Okay, wie du willst. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett, wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte, ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Thank you.
Es hat funktioniert. Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann. Aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Ich bin gekommen, um sie zu retten. Mein jüngeres Ich? Nein, ihr Ich. Aber dann wurde ihr jüngeres Ich darin verwickelt. Also, sie waren im Gefängnis. Kein Problem. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien... Ich? Niemals. Nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hatte... Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flitsch... Zusammengetan? Geheiratet. Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Heiliger Strohsack Doc, ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Das Auto! Na toll. Wie zum Teufel ist die hierher zurückgekommen? Sie? Du. Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu schaffen? Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Nun... Warte. Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden. Wenn das Ding so heißt, es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Oh. Doc? Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein, ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen. Wie? Etwas muss damit geschehen sein. Vor langer Zeit. Sieh an, sie sehen aus, als hätten sie sich verirrt. Hey, was zum Geier ist das? Oh, das ist nur ein Testfahrzeug. Beachten Sie es gar nicht. Vielleicht können Sie... Wir sind auf der Suche nach Hill Valley. Nach wem? Bill Valley? Nein, Hill Valley. Eine Stadt namens Hill Valley. Hill Valley. Also ich habe vielleicht mal gehört, dass hier vor langer Zeit eine Stadt war. Aber ich weiß nicht viel darüber. Wie ich vermutet habe... Seit wann gibt es Hill Valley nicht mehr? Oh Mann, ich weiß nicht. Das war alles vor... Da
Dann muss es also vor mehr als 45 Jahren geschehen sein. Niemand möchte heutzutage mehr hier wohnen. Mein Vater wollte vor einigen Jahren hier eine Farm kaufen, aber er wurde von Scary Mary. So nennen wir sie alle. Sie wohnt ein paar Meilen von hier entfernt. Ich fahre einmal im Monat vorbei. Sie ist verrückt nach Nachrichten, sammelt alle Zeitungen aus der Gegend und wirft nie eine weg. Warten Sie. Können Sie uns den Weg zeigen? Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen. Tut mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie will nicht mit ihr. Warum sollte sie nicht mit uns sprechen wollen? Die Sache ist die, Mary ist steinalt, aber sie ist auch etwas seltsam, wenn Sie wissen, was ich meine. Wir kommen schon mit ihr zurecht. Wir sind ganz höflich. Bitte, wir müssen Sie sprechen. Okay, wenn Sie unbedingt wollen. Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende. Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen. Viel Glück. Ich glaube, ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben. Kann ich fahren?